Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um Windows 10, genauer gesagt um ein paar Funktionen hier, die ja nützlich sein können oder störend, je nachdem, ob man sie braucht und nutzt. Wie zum Beispiel das OneDrive hier, das seit Windows 8.1 mit in den Windows Explorer hier integriert wurde. Ja, das ist einfach das Cloud-Speicherdienst von Microsoft. Ja, man kann hier Dateien hochladen, um einfach Zugriff darauf zu haben, von überall, jeder Rechner der Welt mit Internetzugang. Ja, wer das braucht, ist das hier vielleicht ganz bequem. Wie gesagt, wer es nicht braucht, dem stört es hier vielleicht diese Verknüpfung einfach. Wie man die wegbekommt, ja, das zeige ich euch jetzt. Dazu ist allerdings ein kleiner Eingriff in den Windows Registry nötig. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit gefunden. Dazu drücken wir einmal die Windows-Taste und die R-Taste zusammen. Ja, und rufen wir, schreiben wir hier Regedit in dieser, ja, Zeile auf. Klicken auf OK und schon öffnet sich also die Windows Registry hier, der Registry Editor. Vielleicht nochmal, bevor ihr hier irgendwelche Änderungen macht, einfach vorsichtshalber ein Backup machen von eurer Registry, ja, indem ihr hier auf Datei exportieren klickt und hier, ja, einen Namen vergeben und einen Speicherort, wo ihr das wiederfindet. Falls da irgendwas mal schief läuft, könnt ihr das einfach wieder importieren, zurückspielen. Okay, so jetzt zu unserem OneDrive-Verknüpfung hier. Wir müssen jetzt hier zum, ja, hier Hotkey Classes Root einfach aufklappen und hier unter CCL, glaube ich, war das C, I, das ist CL. SID, ja, einfach nochmal aufklappen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen suchen und zwar nach dem richtigen Eintrag hier. Das ist 01, hier geht's los. 018, 017, das ist das hier. Genau, 018 D5C66. Blabla, ja, F6. Einfach ja, das hier raussuchen, markieren. Und jetzt auf der rechten Seite hier haben wir dieses ja, D-Word hier. System.isPinned to Namespace Tree. Wir sehen hier schon, dass der Wert hier auf 1 gesetzt ist, ja. Das bedeutet, dass hier OneDrive angezeigt wird. Was wir brauchen, ist einfach hier doppelklicken, ja, und den Wert hier von 1 auf 0 stellen und mit OK bestätigen. Ja, das ist jetzt übernommen worden, der Wert ist jetzt 0 und schon ja, ist direkt weg hier. Ja, sehen, OneDrive, die Verknüpfung, die ist jetzt hier weg und stört uns nicht mehr, falls wir das nicht nutzen. Ja, was wir noch machen können, ja, mit den OneDrive-Verknüpfungen, so einfach ist das. Was wir noch hier machen können, ist dieses Quick Access hier, Schnellzugriff, das kann man auch wegbekommen hier. Heimnetzgruppe, wenn man nicht nutzt, oder Netzwerk hier. Das kann man zum Beispiel hier Schnellzugriff, dieses Quick Access. Das geht auch hier irgendwo, das müssen wir aber. Und zwar, ich guck mal, 679 irgendwas.
Muss man hier zu dem richtigen Eintrag unter 6626166 muss man halt ein bisschen suchen hier 66 boah 679 irgendwas F 85 ist das hier, ich guck mal 679 F 85, ja genau, das ist das hier, ja, ich guck mal, was ich schaue, genau, das ist das hier, das ist und also hier hin navigieren, aufklappen und hier Shell Folder markieren. Okay, und hier auf der rechten Seite Attributes, hier dieses D-Word hier, wir sehen, der Wert ist hier, wir doppelklicken mal und haben wir, ja, das Wert ist A01 und 5 mal die 0. Wenn wir das jetzt hier einmal rausnehmen und den Wert hier ändern, und zwar, da brauchen wir jetzt, ich gucke mal nach, wie das war, irgendwas mit 01. Wo war das jetzt hier? Das war 01. Ich hab's gleich. Achso, A06, genau. Okay, das füge ich jetzt einfach hier ein. A06 und 5 mal die 0. Ja, ich klicke mal auf. Okay, das kann ich beim Schreiben. Okay, das liegt jetzt aber daran, dass wir jetzt keine Berechtigung haben. Ich habe jetzt keine Berechtigung hier auf das zu schreiben, ja, den Wert zu ändern hier. Das können wir, aber das kann ich euch auch gleich zeigen, wie ihr da. Wir müssen da, wir gehen hier mit der rechten Maustaste auf den Schlüssel Berechtigung. Und wenn ich jetzt Administrator, das wird jetzt aber auch nicht funktionieren, dass ich mir jetzt hier voll Zugriff. Was wir am besten machen, ist hier oben erweitert, ja, einmal draufklicken und wir ändern einfach den Besitzer hier. Besitzer ist jetzt System, ja, das System. Wir können jetzt da keine Änderung machen. Ich mache mal ändern und schreibe mal meinen Benutzername hier. Ich hoffe, das funktioniert, genau. Also einfach unser Username hier eingeben, mit OK bestätigen, genau, und schon bin ich der Besitzer. Übernehmen, nochmal mit OK bestätigen. So, und jetzt kann ich mir, ich mache mal hier Administratoren Vollzugriff, ja, zulassen, übernehmen, genau, und schon habe ich ja, den Vollzugriff hier und kann alles tun und lassen, was ich, worauf ich gerade lustig bin. Ich ändere jetzt einfach mal den Wert hier zu A066 bla 5 mal die 0. Okay, bestätigen. Ja, das wird jetzt übernommen hier und ich schaue mal nach, aber ich glaube, das ist jetzt zwar noch da, das ist jetzt in dem Fall aber ein Neustart nötig, damit das übernommen wird hier, oder einmal abmelden und wieder anmelden. Ja, das war jetzt der Schnellzugriff. Dann können wir hier noch Heimnetzgruppe zum Beispiel. Das kriegen wir dann auch weg. Und zwar, das sind wir jetzt hier auch an der richtigen Stelle. Ich suche mal, wie das war mit dem der Schlüssel hier. Das war B4FB. Da müssen wir. Das geht hier natürlich. Hier muss man ein bisschen suchen. Das dauert ein bisschen. Was ihr noch. Also, wie man das hier in Registry Feedback FEMA arbeiten kann, ist, da gibt es ein kleines Programm. Das nennt sich Registry Workshop. Ich ziehe mal hier rüber. Das sieht dann so aus. Ja. Und hier könnt ihr wirklich viel schneller und bequemer arbeiten in den Registry hier. Das Programm kostet allerdings ein paar Euro, ich weiß nicht, ich glaube so zwischen
20 und 30 Euro, glaube ich. Ist aber, wenn man oft ja in den Registry ja, arbeitet und Änderungen vornimmt, dann ist das für hier ganz bequem. Ja, Registry Workshop nennt sich das. Ich ziehe mal das wieder rüber und suche hier weiter. Das war jetzt irgendwas B4. Okay. Oh Gott. Einfach weiter vorne. Oh, B, D. Wo geht jetzt hier los mit den Zahlen? B, C, oh. B, 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 B. Ich mach mal kurz vielleicht Pause, bis ich das hier gefunden habe. Irgendwie. So, genau, hier ist. Das ist das hier einmal, das ist jetzt für die Heimnetz Gruppe B4F B3 F98 bla. Ja, hier müssen wir allerdings, wenn wir das jetzt hier einfach markieren und dann jetzt hier auf der rechten Seite, ja, wir müssen jetzt uns also einfach an eine beliebige freie Stelle hier mit der rechten Maustaste klicken und dann neu. Und da werden wir uns ein die Worte stellen hier. Genau, das machen wir jetzt so. Kann nicht. Okay, das ist jetzt wieder. Wir müssen jetzt natürlich die Berechtigung wieder uns vergeben hier, sonst können wir nicht schreiben. Ich mache jetzt einfach mal wieder mein Benutzername hier. Okay, übernehmen. Okay. Okay. So, jetzt nochmal rechte Maustaste. Neues D-Word kann nicht geschrieben werden. Achso, ich habe mir jetzt ja hier den Zugriff nicht erteilt. Ich mach mal. Zack. Okay, so jetzt sollte es aber wirklich funktionieren. Genau. So, das nennen wir jetzt System ist pinned to namespace tree. Wie gehabt. Ich kopiere mir das einfach mal hier und füge das ein. Ja, zack, und ja, den Wert lassen wir jetzt einfach auf 0 hier. Genau, so, das war jetzt hier die, also die ist auch schon weg direkt, ja, die Heimnetzgruppe, die war hier. Ja, ist jetzt schon raus hier. Ja, was wir jetzt noch machen können, hier Netzwerk vielleicht, wer das nicht braucht und eben stört. Genau, da suchen wir jetzt wieder uns den richtigen Eintrag hier raus. Und zwar ist das jetzt in dem Fall irgendwas mit F02. Wir suchen das jetzt einfach, vielleicht das geht viel schneller. Ich gehe mal jetzt hier zurück. Mann, wo ist denn das jetzt hier? Gehen jetzt hier wieder genau CLSID mit der rechten Maustaste und auf Suchen. Und hier mache ich jetzt, suchen wir nach F02 C1A0D. Zack, und schon. Genau, haben wir den Eintrag hier. Das ist das hier, ja. Hier machen wir genau das gleiche wie vorhin. Als erstes werden wir uns hier die Berechtigung, aber den Besitzer ändern hier. Zack, okay. Übernehmen. Und jetzt Berechtigung, Vollzugriff.
Okay, übernehmen. Okay. Machen wir hier nochmal. Zack. Okay. Nachdem wir uns hier auch die Berechtigung vergeben haben, einfach wieder mit der rechten Maustaste hier in das rechte Feld hier neu. D-Word. Und erzeugen wieder einen neuen D-Word natürlich. Der heißt System. Ich kopiere das jetzt mal hier wieder umbenennen. Zack, System bla. Okay, den Wert lassen wir natürlich wieder auf 0 hier. Okay, wir können hier einmal aktualisieren und jetzt mal schauen. Genau, das ist jetzt das Netzwerk jetzt auch weg hier. Dann haben wir hier, ja. Wenn wir jetzt, ich starte jetzt einmal den Rechner neu, mal schauen, ob der hier der Quick Access, hier der Schnellzugriff auch hier verschwindet, ja. Okay. Ja, ich starte jetzt den Rechner einfach mal neu. Ich schließe mal die Registry hier und starte neu. Ja, nachdem ich den Rechner einmal neu gestartet habe und ja, Windows Explorer hier nochmal starte. Schau mal nach, wo ist denn der jetzt hier? Ich starte jetzt einfach irgendwas hier. Okay, dann sehen wir, dass da alles, dieses Quick Access, dieses Schnellzugriff und OneDrive und was war noch? Dieses also Netzwerk ist weg, die Heimnetzgruppe, die ist aber wieder da. Ich denke aber, dass es daran liegt, dass das hier ein 64-Bit-System ist. Ich starte nochmal die Registry und schaue nochmal. Vielleicht unter hier Hot Key Classes Root. Und suchen nach, ich habe das jetzt hier im Zwischenspeicher kopiert gehabt, nach dem WoW64 sowieso. Not, genau, das ist jetzt das hier. Und jetzt müssen wir noch mal nach, oh Gott, hier drunter einmal auf. Das ist jetzt aber irgendwie nicht das Richtige. Ne, das war es nicht. Wir müssen jetzt hier nochmal unter Classes Root. Schauen, ob wir hier vielleicht das auch finden, um das zu ändern für die 64-Bit. Version, wie hat das heißen? Das ist einmal hier. Ach, genau. Also da müssen wir noch mal hier unter Hotkey Classes Root. Dann zum, jetzt ist es wieder weg hier, WoW 6432 Node hier. Aufklappen und dann hier nochmal unter CLSID und hier suchen wir dann nochmal nach dem, vielleicht ich gucke mal, wie das heißt hier, System. Okay, einfach, ich kopiere das jetzt, zack, C1EA sowieso. Mal schauen, ob er da was findet. Genau. Das ist einmal das hier. Okay, ja, und hier stellen wir uns jetzt ja wieder die Berechtigung natürlich vergeben hier, sonst können wir da nicht schreiben. Ich ändere mal den Besitzer einfach. Zack, zack. Zack. Und geben mir den Berechtigung hier. Genau, dann erstelle ich mir hier auch noch ein
D-Word hier mit dem Wert 0, einfach mit der rechten Maustaste neu, zack, zack, oh, der Wert bleibt auf 0, aktualisieren und jetzt nach dem, also spätestens nach dem Neustart sollte das auch hier die Heimnetzgruppe hier weg sein. Ich werde jetzt an der Stelle hier ja aufhören, beziehungsweise ich mache mal Pause und starte nochmal neu, mal sehen, ob das auch geklappt hat. Ich ja, bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich habe den Rechner jetzt nochmal neu gestartet und ja, muss sagen, dass es leider immer noch nicht geklappt hat hier mit der Heimnetzgruppe. Woran das jetzt liegt, weiß ich jetzt nicht auf die Schnelle. Ich werde mal in Ruhe nachschauen. Ich denke, ich werde jetzt an der Stelle aufhören, damit das Video nicht unendlich lang wird. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen und so weiter habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.